Ich lese 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, Stiftung Warentesten, Medikamente im Test. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei Nagelpilz. Es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Und es geht um Imidazol, äußerlich angewendet. Und der Wirkstoff ist Rot, Clotrimazol, wenig geeignet. Ich lese vor. Imidazol in Klammern äußerlich. Das Ganze heißt Clotrimazol und ist rot, wenig geeignet bei Nagelpilzen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Allenfalls anwendbar, wenn der Nagel zuvor mit harnstoffhaltigen Mitteln aufgeweicht und vorsichtig abgetragen wurde. Bei Nagelpilzinfektionen ist Imidazol als Creme oder Lösung wenig empfehlenswert. Gut, es geht weiter mit Imidazol innerlich. Und das ist grün geeignet. Und da gibt es Fluconazol, das sind Kapseln, und Itroconazol, das sind auch Kapseln.